vor einem Jahr waren wir in Köln auf der Domplatte und haben unsere Aktion gestartet. Und damals haben wir gesagt, dass wir mit den Planken dann ins Europäische Parlament gehen werden am Weltflüchtlingstag 2016. Das ist heute. Wir sind hier und haben eine Aktion, an der 20.000 Kinder teilgenommen haben, die 4.000 Planken gestaltet haben. Einige davon haben wir hier zu einem symbolischen Boot zusammengebaut, das wir im Europaparlament aufgebaut haben. Und wir hatten eine Begegnung mit dem Vizepräsidenten, mit Politikern des Europaparlaments, denen wir diese Botschaft übergeben konnten, die sich auch den Fragen der Sternsinger gestellt haben und die auch interessante Antworten gegeben haben. Von daher bin ich sehr zufrieden, wie die Aktion bisher gelaufen ist. Ich habe die Frage geschickt, warum sterben jeden Tag so viele Flüchtlinge und warum hilft man denen nicht auf der Flucht? Ich habe eine Planke gemalt, da ist ein Boot drauf. Darauf habe ich geschrieben, dass die Flüchtlinge auch zu uns gehören, dass wir keine zweite Welt brauchen, dass wir nur eine Welt sind und dass wir da was dagegen machen müssen. Also ich habe eine Planke gemalt, wo drauf steht, niemand soll ertrinken. Auf meiner Planke steht zweimal Hilfe, Hilfe und darunter ist dann ein Meer und da sind eben Menschen drin und die schreien Hilfe, Hilfe. Wenn wir uns die Boote angucken, die hier gemacht wurden von den Sternsingern und die Planken, die bemalt wurden, da sehen wir das Motiv, dass Menschen ertrinken, so oft, und das haben Kinder gemalt, weil sie mitbekommen, was in den Nachrichten läuft, was die Eltern besprechen. Und man traut den Kindern manchmal nicht das zu, ganz wach durchs Leben zu gehen. Und insofern heißt es für die Erwachsenenwelt, von den Kindern lernen. Und das, was sie auf die Planken malen, auch anzugehen, damit zukünftig die Kinder andere Bilder malen können. Die Kinder werden ja durch so eine Aktion quasi zu Politikern. Die machen ja Politik, die tun ja was, die engagieren sich, die machen sich Gedanken unter der Anleitung der Erwachsenen. Insofern machen diese Kinder hier Politik.